Hallo ihr alle, was für eine schöne Weihnachtsnacht. Wartet ihr auf die Ankunft des Weihnachtsmanns? Der Weihnachtsmann kommt! Wow, das sind eine Menge Weihnachtsgeschenke. Oh nein, was macht der böse Dr. Zick hier? Was hast du jetzt wieder vor, Dr. Zick? Supertruck, du hast ein ungutes Gefühl? Dr. Zick, was machst du da? Dr. Zick entführt den Weihnachtsmann und die Geschenke. Supertruck, benutze eine deiner Verwandlungen. Polizeitruck, um den Dieb zu fangen? Klasse! Schnell, folge Dr. Zick! Beeil dich, Supertruck! Wo ist Dr. Zick hin? Ein Geschenk! Das ist bestimmt vom Schlitten gefallen! Du hast recht, gehen wir da lang! Da ist der Supertruck! Vorsicht, da ist Eis auf der Straße! Durchhalten, Supertruck! Phew, das war knapp! Du musst dich in ein Fahrzeug verwandeln, das auf Eis fahren kann. Ein Monster Truck. Mit diesen starken Reifen kannst du überall fahren. Gut gemacht, Supertruck. Jetzt lass uns den Weihnachtsmann retten. Da ist er. Dr. Zick, Supertruck wird alles tun, um den Weihnachtsmann zu retten. Pass auf die Weihnachtsgeschenke auf. Gut gemacht. Wir sind zurück am Marktplatz. Supertruck, benutzt deinen ST-3000, um Dr. Zick zu schlagen. Der Gefrierstrahl? Klasse Idee! Du versuchst, dass Dr. Zick auf einer der Eisflächen ausrutscht. Das ist clever! Gut gemacht! Dr. Zick, du wirst einen Unfall bauen. Lass den Schlitten los oder der Weihnachtsmann wird verletzt. Dr. Zick, bist du okay? Sei nicht sauer, Supertruck. Selbst der Weihnachtsmann vergibt Dr. Zick, weil er den Schlitten abgekoppelt hat, bevor er den Unfall gebaut hat, damit der Weihnachtsmann nicht verletzt wird. Das ist ein guter Anfang, um gut zu sein. Der Weihnachtsmann hat etwas für dich, Dr. Zick. Danke, Supertruck, dass du Weihnachten gerettet hast. Und fröhliche Weihnachten alle zusammen. Wow, das macht so viel Spaß. Jemand braucht Supertruck. Oh. Hey,
Oh nein, sieht aus, als wäre dem Kleinen kalt. Der Kleine braucht einen Schal und eine Mütze. Ich glaube, Massimo hat welche. Die können wir auf dem Weg mitnehmen. Oh nein, Supertruck, stopp! Du wirst stecken bleiben. Die Straße ist völlig eingeschneit. Du musst irgendwie einen Weg finden, den Schnee zu schmelzen. Katapult-Truck! Großartig! Ja, wir haben es geschafft! Massimo, gibst du uns bitte die Mütze und den Schal für den Kleinen? Seid vorsichtig, ihr zwei. Die Straße ist völlig vereist. Wir brauchen noch eine Verwandlung. Ja, Super Saugnapf-Truck. Lasst uns die Kinder retten. Oh nein, jetzt ist allen Kindern kalt. Super Truck, wir müssen sie schnell anziehen. Aber wie machen wir das? Der ST-3000 ist die Lösung. Wow, du hast Amber geklont? Jetzt können wir die Kinder doppelt so schnell anziehen. Ja, wir haben es geschafft. Den Kindern ist wieder warm. Bitte schön, neuer Schneefreund. Frohe Weihnachten, Freunde. Hallo, Weihnachtsmann. Du hast Geschenke für alle dabei. Mathilda hilft dem Weihnachtsmann, die Geschenke vorzubereiten. Dr. Zig, warum versteckst du dich? Mathilda, Dr. Zig zielt mit einer Waffe auf dich. Oh nein, Dr. Zig hat Mathilda hypnotisiert. Mathilda, du steckst den Falschen ins Gefängnis. Supertruck, Mathilda ist hypnotisiert. Sie hat den Weihnachtsmann ins Gefängnis gesteckt. Keine Sorge, Weihnachtsmann. Supertruck ist hier, um dir zu helfen. Holen wir den Weihnachtsmann da raus. Zeit, sich zu verwandeln. Ein Presslufthammer. Dein Superschlag öffnet die Tür. Tritt zurück, Weihnachtsmann. Du bist frei, Weihnachtsmann. Oh nein, Dr. Zig hat die ganzen Geschenke für sich genommen. Keine Sorge, Weihnachtsmann. Supertruck hilft dir, der Spur zu folgen und die Geschenke zurückzuholen. Ihr seid auf der richtigen Spur. Oh nein, Mathilda will den Weihnachtsmann schon wieder verhaften.
Mathilda, du bist hypnotisiert. Du musst aufwachen. Supertruck wird nicht zulassen, dass Mathilda den Weihnachtsmann wieder verhaftet. Wo ist der Weihnachtsmann? Er ist geflohen. Oh nein, Mathilda sucht nach dem Weihnachtsmann. Du musst dich verwandeln, um den Weihnachtsmann vor Mathilda zu finden. Polizeitruck, lass uns den Weihnachtsmann finden. Der Weihnachtsmann weiß, wie man sich versteckt. Mathilda wird nicht aufhören, bevor sie den Weihnachtsmann verhaftet hat. Zum Glück ist Supertruck hier, um diese Ungerechtigkeit zu verhindern. Oh nein, Mathilda hat den Weihnachtsmann gefunden. Supertruck, der Weihnachtsmann versteckt sich unter der Brücke. Du musst einen Weg finden, um Mathilda aufzuwecken. Die Wasserkanone, das sollte die Hypnose aufheben. Jetzt! Es funktioniert. Mathilda ist wieder bei Bewusstsein. Mathilda, Zig hat dich hypnotisiert. Und er versucht es schon wieder. Dieses Mal ist Supertruck hier, um dich aufzuhalten. Deine Kanone ist kaputt, Dr. Zig. Du hypnotisierst niemanden mehr. Polizeiautos, lasst uns den Bösewicht aufhalten. Du bist verhaftet. Supertruck kümmert sich um Zig, während Mathilda dem Weihnachtsmann mit den Geschenken hilft. Frohe Weihnachten alle zusammen! Hi Frank, hi Chili. Arbeitet ihr an der Weihnachtsbaumdekoration? Du kannst den Weihnachtsbaum einschalten, Chili. Frohe Weihnachten, Leute! Ich hoffe, Krokomal plant keine weitere Übeltat. Wofür ist das Ei? Oh nein, es ist ein Feuerei. Supertruck, Krokomal hat den Weihnachtsbaum angezündet. Das Feuer ist zu groß. Frank kann es nicht alleine löschen. Du musst ihm helfen, Supertruck. Zeit, sich zu verwandeln. Feuerwehrauto, lass uns den Weihnachtsbaum retten. Weiter so, Supertruck. Klasse Arbeit. Das Feuer ist gelöscht. Was ist los, Leute? Oh oh, die Lichter am Baum brennen nicht mehr. Gut gemacht, Chili. Stimmt was nicht, Carrie? Oh nein, es gibt ein Feuer beim Diner. Noch ein Baum steht in Flammen? Wie ist das passiert? Super Feuerwehrauto und Frank werden zusammenarbeiten und das Feuer löschen. Es funktioniert. Krokomal, er muss diesen Weihnachtsbaum in Brand gesteckt haben. Krokomal, hör sofort auf damit. Oh nein, nicht noch ein Feuerei. Das Feuer wird die Weihnachtsgeschenke verbrennen. Das Feuer breitet sich schnell aus. Beeil dich, Supertruck. Die Geschenke sind in Sicherheit. Lass uns den Weihnachtsbaum retten. Was war das? Sieh nur, der Baum wird umfallen. Frank, fahr zurück.
Oh nein, Frank braucht deine Hilfe. Schnell, Supertruck, Zeit, den ST-3000 zu benutzen. Benutzt den Greifarm, um den Baum zu stoppen. Komm schon, Frank, raus da mit dir. Carrie, das war sehr mutig. Lasst uns endgültig dieses Feuer löschen. Supertruck, du bist Car Citys bester Feuerwehrmann. Oh nein, der Weihnachtsbaum vom Diner ist ruiniert. Carrie, warum feierst du nicht Weihnachten mit Supertruck? Chili, Supertruck, Frank und Carrie werden jeden Moment hier sein. Du bist verhaftet. Jetzt können alle Weihnachten in Frieden feiern. Frohe Weihnachten! Hi, Kinder! Was schaut ihr euch an? Oh, wow! Was für ein schöner Weihnachtsbaum! Gut gemacht, Carrie! Dein Weihnachtsbaum sieht wundervoll aus. Deine Gäste werden ihn lieben. Genau, es wird Geschenke geben. Der Weihnachtsmann hat sie Penny gegeben. Sie bringt sie in diesem Moment her. Freut ihr euch schon, Kinder? Hi, Penny. Bringst du die Weihnachtsgeschenke zu Carries Restaurant für die Feier? Oh nein, was ist das für ein Geräusch? Gibt es ein Problem? Aufpassen, Penny. Deine Ladeklappe öffnet sich. Oh nein, die Geschenke. Was machen wir jetzt nur? Carl, schnell. Penny hat Probleme. Sie braucht Hilfe von Supertruck. Schau, Supertruck, Penny ist da drüben. Keine Sorge, Penny. Supertruck ist hier, um zu helfen. Supertruck, Penny wollte die Geschenke vom Weihnachtsmann zu Carries Restaurant bringen, aber sie sind aus ihrer Ladeluke gefallen. Ja, es ist furchtbar. Die Gäste warten auf ihre Geschenke. Du musst sie finden und rechtzeitig zur Party zurückbringen. Los, Supertruck, Verwandlung! Beeil dich, Supertruck. Die Party fängt gleich an. Bist du sicher, es war eine gute Idee, sich in einen Kipplaster zu verwandeln? Wenn du das sagst. Ich denke, ein Rennauto wäre besser gewesen. Ist hier ein Geschenk? Oh, ja, hinter dir. Beeil dich, Supertruck. Lade das Geschenk auf und lass uns weitermachen. Wir müssen die anderen finden. Yay! Nur noch eins, das wir finden müssen, Supertruck. Lass uns im Park nachschauen. Siehst du das letzte Geschenk, Supertruck? Bist du dir sicher, dass du es nicht siehst? Schau hinter dich. Da ist es, auf dem Ast. Aber wie bekommst du es da runter, Supertruck? Das wird nicht funktionieren, Supertruck.
Nein, das funktioniert nicht. Du musst deinen ST-3000 benutzen. Klasse Idee, Supertruck. Supertruck, hör auf rumzuspielen. Die Party fängt jeden Moment an. Lass uns das Paket schnappen und los. Klasse gemacht. Oh no. Jetzt lass uns zu Carries Party fahren. Keine Sorge, Carrie. Supertruck wird bald hier sein. Ho, ho, ho. Hier kommt Supertruck mit den Geschenken. Jeder war brav dieses Jahr. Jeder bekommt ein Geschenk. Frohe Weihnachten alle zusammen. Hi, Supertruck. Oh, was für ein schöner Weihnachtsbaum. So schön. Jetzt lasst uns eine heiße Schokolade trinken, während wir auf den Weihnachtsmann warten. Oh, was war das? Wo kam dieses Geschenk her? Aber das ist der Weihnachtsmann. Er verliert die Kontrolle über seinen Schlitten. Supertruck, folgen wir ihm. Der Weihnachtsmann wird gleich abstürzen. Weihnachtsmann, bist du okay? Weihnachtsmann, du bist krank. Deswegen konntest du deinen Schlitten nicht steuern. Aber wie willst du dann die Weihnachtsgeschenke ausliefern? Supertruck, kannst du helfen? Ein Hubschrauber? Wofür? Oh, du willst den Weihnachtsschlitten hinter dir herziehen. Klasse Idee. Jetzt kann der Weihnachtsmann weiter seine Geschenke ausliefern. Es ist ein Weihnachtswunder. Das macht so viel Spaß, den Weihnachtsschlitten zu fahren. Oh, wir fliegen über Massimos Reifenladen. Der Weihnachtsmann kommt in die Stadt, Massimo. Ein Geschenk für dich, Massimo. Gesundheit, Weihnachtsmann. Fröhliche Weihnachten, Massimo. Jemand ist auf dem Weg zu dir, Tom. Hab keine Angst. Es ist der Weihnachtsmann. Fröhliche Weihnachten, Tom. Oh Mann, deine Erkältung wird schlimmer, Weihnachtsmann. Lasst uns schnell die restlichen Geschenke verteilen. Ich glaube, wir haben es fast geschafft. Weihnachtsmann, wirst du noch einmal niesen? Oh nein! Santas Niesen war so laut, dass das Seil abgegangen ist. Supertruck, du musst etwas unternehmen, bevor der Schlitten wieder abstürzt. Ein Fallschirm! Klasse Idee! Versuch, den Fallschirm am Schlitten anzubringen. Ja! Gute Arbeit! Phew, sicher gelandet.
Ich hoffe, dir geht's bald besser, Weihnachtsmann. Zum Glück hast du hier viele Freunde, die sich um dich kümmern. Und was dich angeht, Supertruck, danke, dass du Weihnachten gerettet hast. Kaum zu glauben, eine rennfahrende Dampfwalze. Also, so gehört sich das. Jemand braucht Supertruck. Ben hat den perfekten Weihnachtsbaum gefunden. Die Kinder warten schon auf ihn. Du musst ihm helfen, Weihnachten zu retten, Supertruck. Komm schon! Für diesen Job braucht man ein starkes Fahrzeug. Zeit für eine Verwandlung. Schaufelbagger. Klasse, Supertruck. Ben, fahr ein Stück zurück. Supertruck legt dir den Weihnachtsbaum auf deinen Anhänger. Okay, bereit für die Abfahrt. Auf zum Rathaus. Supertruck, der Baum ist zu schwer. Bitte hilf, Ben. Ja, lasst uns zu den Kindern fahren. Die Kinder sind schon ganz aufgeregt. Da sind sie, unsere Helden mit unserem Weihnachtsbaum. Was ist los, Ben? Ich verstehe. Wie bekommen wir ihn in den Topf? Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, was jetzt passiert. Das ist der schönste Weihnachtsbaum, den ich je gesehen habe. Danke, Supertruck. Frohe Weihnachten alle zusammen. Wow, das sieht großartig aus, Leute. Ist das für Weihnachten? Ihr habt recht, irgendetwas fehlt. Aber was? Natürlich, die Lichter sind aus. Okay, du machst sie an, Walter. Fertig, Leute? Auf mein Zeichen. 3, 2, 1. Es funktioniert nicht. Ich frage mich, warum? Ihr glaubt, der Weihnachtsmann findet euren Baum nicht, wenn ihr keine Lichter anhabt? Das heißt, er kann eure Weihnachtsgeschenke nicht abliefern. Wir unternehmen lieber schnell was. Supertruck? Das ist eine großartige Idee. Hey, Carl, wonach suchst du denn? Der Weihnachtsmann? Der wird erst heute Nacht kommen.
Die Kinder brauchen deine Hilfe bei der Stadthalle. Die Lichter funktionieren nicht und sie machen sich Sorgen, dass der Weihnachtsmann den Baum für die Geschenke nicht sieht. Genau, ein echter Weihnachtsnotfall. Lass uns das in Ordnung bringen. Beeindruckend, ich weiß. Aber die Lichter funktionieren nicht. Kannst du herausfinden, warum? Findest du irgendeinen Fehler? Eine Verwandlung? Gut, aber in was? Einen Helikopter? Cool! Du kannst das Problem sicher von oben lösen. Hier ist alles in Ordnung. Gute Idee. Folgen wir dem Kabel. Ah, es ist ganz verworren. Das könnte das Problem sein. Gary, kannst du das Kabel entwirren? Gary, wie ist das denn passiert? Danke, Walter. Du bekommst das bestimmt hin. Gute Arbeit, Walter. Aber die Lichter funktionieren immer noch nicht. Suchen wir lieber weiter. Gary, sind die Lichter drinnen angeschlossen? Du denkst, es ist der Energiekristall? Also hier liegt das Problem. Gary, kannst du das einstecken? Ich hab vergessen, wie ungeschickt du bist, Gary. Du versuchst es von der anderen Seite. Okay. Oh nein, das war die Stromversorgung für die Stadt. Carl, du unternimmst besser etwas. Der ST-3000? Ich kann's kaum erwarten. Ein Telekinesestrahl. Fantastisch. Scheint zu funktionieren. Supertruck? Ich glaube, du musst besser zielen. Du willst einen Countdown? Okay. 3, 2, 1. Gut gemacht, Carl. Stimmt, alle haben den Baum toll geschmückt. Den Baum übersieht der Weihnachtsmann auf keinen Fall. Ich glaube, ich kann den Weihnachtsschlitten jetzt schon hören. Ich hoffe, ihr wart alle brav dieses Jahr. Hi, Dane. Was machst du? Sieht wie ein lustiges Spiel aus. Wow, ihr bereitet alles für Weihnachten vor? Das sieht super aus. Hey, Edna, sei vorsichtig mit den Baumstämmen. Pass auf, Edna, die Lichtkugel fliegt in deine Richtung. Oh nein, die Kugel hat die Baumstämme in Brand gesetzt. Und es breitet sich sehr schnell aus. Hier kann nur noch Supertruck helfen. Carl, wir brauchen dich. Billy war etwas ungeschickt und hat ein Feuer auf der Baustelle verursacht. Bitte komm und hilf.
Der Eingang steht in Flammen. Du musst das hier zuerst löschen, wenn du deine Freunde retten willst. In was wirst du dich verwandeln, um sie zu retten? Feuerwehrauto! Das ist eine super Idee! Gut gemacht, Supertruck! Aber schnell! Da sind vielleicht noch mehr Feuer auf der Baustelle! Zuerst zum Weihnachtsbaum! Sonst ist Weihnachten ruiniert! Gut gemacht! Soweit, so gut. Edna, Billy, seid ihr okay? Wartet mal, wo ist Dane? Oh nein, da ist er. Und er ist auf dem Gerüst gefangen. Du bist zu klein, um das Feuer oben zu löschen. Komm schon, Supertruck. Denk nach. Du musst hoch, Supertruck. Immer weiter hoch. Da ist er. Komm nicht zu nah ans Feuer und Wassermarsch. Ganz ruhig, Dane. Supertruck löscht das Feuer. Es wird ruckzuck vorbei sein. Dane, alles in Ordnung? Geht es allen gut? Gut gemacht, Supertruck. Und du hast den Weihnachtsbaum gerettet. Frohe Weihnachten zusammen. Seid vorsichtig mit Feuer. Hi, Ben. Fährst du in die Stadt? Ah, um beim Einschalten der Lichter am Weihnachtsbaum dabei zu sein. Du Glücklicher. Der Schnee blockiert den Weg für die Kinder, die auch zur Stadthalle wollen. Ich glaube, es ist Zeit, Supertruck zur Hilfe zu holen, findest du nicht? Hi, Carl. Oh, ich sehe, du hast Geschenke vom Weihnachtsmann bekommen. Mhm. Ben und die drei Kinder brauchen deine Hilfe. Der Schnee blockiert die Straße und sie können nicht zur Stadthalle. Mhm. Weißt du, wie du ihnen helfen könntest? Siehst du, Supertruck? Sie können nicht zur Stadthalle wegen dem Schnee. Ich glaube, du solltest dich verwandeln, Supertruck.
Ein Bulldozer. Klasse Idee, Supertruck. So wirst du den Schnee ganz schnell los. Aha. Ich glaube, Supertruck hat die Straße freigeräumt. Da ist Schnee mitten auf der Straße. Das müssen wir ordentlich wegräumen, nicht wahr, Supertruck? Danke, Supertruck. Aber vielleicht willst du ja auch zum Weihnachtsbaum gehen. Sieht aus, als würden die Einwohner auf etwas warten. Ach ja, der Weihnachtsbaum leuchtet noch gar nicht. Supertruck, kannst du beim Stern helfen? Helikoptergreifarm. Spitzenidee, Supertruck. Na also, jetzt kannst du ihn oben draufsetzen. Du hast wieder mal die Situation gerettet, Supertruck. Vielen Dank. Frohe Weihnachten. Ben, bist du schon gespannt auf den Weihnachtsmann? Da ist er, der Weihnachtsmann. Da ist der böse Dr. Zick. Was hat er vor? Weihnachtsmann, bist du da drin? Weihnachten auf dem Bauernhof wird spaßig. Suchen wir Ben. Ah, da bist du ja, Ben. Weihnachtsmann? Weihnachts-Ben? Weihnachtsmann, hast du ein Geschenk für Chili? Was ist das? Supertruck, Chili wird sich noch erkälten. Zeit, sich zu verwandeln. Super Müllwagen? Ja! Klasse Idee, Supertruck. Trocknen mit heißer Luft. Willst du dein Geschenk auch, Sunny? Oh nein, Schleim! Irgendetwas stimmt nicht mit unserem Weihnachtsmann, oder nicht? Bitteschön, Sunny. Supertruck, irgendetwas stimmt definitiv nicht mit unserem Weihnachtsmann. Aha.
Supertruck, mach es nicht auf! Es ist leer! Oh nein! Dr. Zick hat Ben hypnotisiert und ihn dazu gebracht, nur schlechte Geschenke zu verteilen. Benutzt den SD-3000! Der Telekinesestrahl! Ja! Du bist frei! Pass auf, Supertruck! Schon okay, Ben. Du warst hypnotisiert. Ja, gut gemacht, Kinder. Nicht so schnell. Sieht aus, als hätten wir zwei Weihnachtsmänner. Fröhliche Weihnachten. Ein Stück Kohle für schlechtes Verhalten. Du benimmst dich besser, Dr. Zick. Es ist Weihnachtsabend und alle Bewohner von Car City freuen sich auf den Weihnachtsmann. Wartet mal, wer ist das? Ist das nicht? Könnte das? Das kann doch nicht er sein, oder? Oh nein, ich glaube, er hat Schwierigkeiten. Oh nein! Jetzt kann nur noch Supertruck Weihnachten retten. Karl, es ist ein Notfall. Der Schlitten vom Weihnachtsmann hat eine Panne. Ohne dich gibt es kein Weihnachten für Car City. Du gehst besser schnell in deine Höhle, um dich zu verwandeln. Weißt du schon, in welches Fahrzeug du dich verwandeln wirst, Karl? Wow, du bist der größte und strahlendste Schlitten, den es jemals gab, Supertruck. Wow, Supertruck. Sieht so aus, als wären das eine Menge Geschenke, die so schnell wie möglich verteilt werden müssten. Sehr gut. So ist es richtig. Da ist Toms Werkstatt. Da ist die Startbahn.
das ist der Flughafen. Sieht so aus, als wären Penny und Hector sehr brav gewesen dieses Jahr. Wir sind beim Krankenhaus. Da ist Amber. Sie schläft. Die kleinen Autos sind bestimmt ganz aufgeregt, wenn sie ihre neuen Schaukeln sehen. Großartig gemacht, Supertruck. Du hast eine Menge Einwohner von Car City sehr, sehr glücklich gemacht. Und einen Einwohner ganz besonders glücklich. Tschüss alle zusammen. Ich wünsche euch schöne Ferien. Bis zum nächsten Mal. Es ist fast Weihnachten in Car City. Nur noch 5 Minuten und dann ist es an der Zeit, dass der Weihnachtsmann seine Geschenke an all die Bewohner der Erde verteilt. Susie, wo ist das Problem? Du scheinst es sehr eilig zu haben. Der Weihnachtsmann hatte nicht genug Zeit, alle Geschenke für Weihnachten zu verpacken. Aber es ist doch fast Mitternacht. Wie wird er das schaffen? Aber natürlich, wir rufen Supertruck. Er hat immer eine Lösung parat. Karl, jemand braucht deine Hilfe in Car City. Es ist Susie. Die Geschenke für Weihnachten sind noch nicht fertig und der Weihnachtsmann braucht Hilfe beim Einpacken, damit er sie verteilen kann. Kannst du helfen? In welches Fahrzeug wirst du dich verwandeln, Karl? Susie, keine Panik, Supertruck ist gleich. Da! Du hast recht, Susie. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Wie sollen wir das schaffen, Supertruck? Supertruck, du hast die Zeit angehalten. Du bist fantastisch. Richtig. Susie, wir haben keine Zeit zu verlieren. Geh bei Supertruck Huckepack. Er wird dich in 0, nichts an den Nordpol bringen.
Ihr seid angekommen, Freunde. Schaut, das sind die Geschenke, die noch eingepackt werden müssen. Supertruck, du solltest deine Maschine benutzen, um die Geschenke einzupacken, sobald Susie dir die Pakete bringt. Gut gemacht, Freunde. Ihr habt es geschafft. Susie hat recht, Supertruck. Wir sollten jetzt alle besser im Bett verschwinden. Sonst kann der Weihnachtsmann all die Geschenke ja gar nicht verteilen, die ihr geholfen habt einzupacken. Und schon seid ihr zu Hause. Vielen Dank, dass du Weihnachten gerettet hast, Supertruck. Und fröhliche Weihnachten. Und fröhliche Weihnachten auch für euch alle.